So, ich wollte ja noch mal ein kleines Video drehen zum Thema Parkside-Akkusauger und zu dem Verhalten bzw. Fiepen des Gerätes, um das der Firma, in dem Fall Chrisley, zur Verfügung zu stellen, damit man eventuell die Geschichte eingrenzen kann, woran das liegt, weil ich bin mir ansonsten mit dem Gerät echt zufrieden, so fast begeistert. Aber das Fiepen ist halt sowas von nervtötend, dass das in Räumen, geschweige denn in kleinen Räumen, gar nicht auszuhalten wäre. Die Werkstatt ist ja relativ groß. Ich habe alles Originalteile am Gerät, einen 4 Ampere-Stunden Akku drin. Und wie gesagt, das Fiepen geht vom Schlauch aus. Seltsamerweise baut sich da per Luftströmung so ein lautes Fiepen auf, dass ich nicht wirklich weiß, woran das liegen soll. Ich versuche das mal zu verdeutlichen. Ich halte ihn jetzt hier ungefähr Brusthöhe. Und sobald ich Kniehöhe beziehungsweise zum Fußboden gehe, wird es immer lauter. Halte ich den Finger davor und verändere die Luftströmung, kann man das beseitigen beziehungsweise verdeutlichen. Seltsamerweise drehe ich den Staubsaugerschlauch herum, stecke ihn verkehrt rum ins Gerät, auch wenn hier die Nase fehlt zum Adaptieren. Dann kann ich das absolut nicht hervorrufen, diesen Fall. Ich weiß nicht, ob dieses fest angebrachte Aufsatzstück und dieses hier eventuell verkehrt herum auf dem Saugschlauch montiert werden kann vom Hersteller, dass dann eine Luftströmung, die zu tragen kommt, die das auslöst. Dann müsste es ja aber bei anderen Kunden, die das gekauft haben, die ganze Sache eventuell, wenn ich den als Blasefunktion oder mit Blasefunktion benutze und den hinten anstecke am Gerät, müsste ich da das Verhalten ja nachvollziehen können. Er sieht auch nicht gerade, sag mal, wie eine Schraube vom Gewinde her irgendwo richtungsorientiert aus, der Schlauch. Ich kann es, wie gesagt, nicht nachvollziehen. Noch einmal richtig herummontiert. Jetzt ist der Akku gerade ein bisschen nach, da ist ein bisschen besser. Aber in dem ersten Video hat man ja gehört, wie nervtötend das sein kann. Ich habe auch zwischendurch schon einen Filter und alles komplett sauber gemacht und habe, wie gesagt, ja auch 2 Geräte innerhalb von 5 Tagen von der Firma hier zu Hause gehabt. Es war bei beiden ist das identische Verhalten. Eventuell selbe Charge, 12, 18, ich weiß es nicht. Ja, sehr, sehr seltsam das Ganze und sehr, sehr nervtötend.